Nein. Bist du auf ihre Page gegangen, hast Alter, auf ihr, nein, hab ich hast nicht. Vielleicht mit ihr sogar geschrieben, nein. Vielleicht hast du mit ihr gechattet. What the fuck? Nein! Aber jede Art nein, der Interaktion trägt dazu bei, Alter, ich kenne die nicht mal, ich weiß nicht mal, wie alt die ist. Rezo? Oha, ja? Wir schauen uns jetzt zusammen meine TikTok For You-Page an. Ey, Rezo. Ich habe das noch nie jemandem gezeigt. Really? Ja? Ja, okay. Rezo, guck mal, Rezo, das ist das Erste, was ich von meiner For You-Page sehe. Warte, ich muss das... Digga, da sind ganz weirde Sachen drauf, Rezo, auf meiner For You-Page, ja? Ich habe die noch nie öffentlich gezeigt. Sehe das, ja? Du hast es noch nie öffentlich gezeigt? Noch nie öffentlich gezeigt, meine For You-Page. Ey, ich glaube, das wird jetzt ganz weird. Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, deine For You-Page zu sehen. Wir gehen rein, Rezo. Das ist das erste TikTok, okay? Ja. Guck mal, es hat so angefangen. Okay, wir machen mal weiter. Noch, please. Ani ist ein Duck-TikTok. Das ist schon entspannt, oder? Das ist okay. Ja, war jetzt nicht der coolste Song, aber ja. Hey, du hast einen Typ Frau, ne? Warum? Also das Ding ist, auch die Sachen, die du mir bisher geschickt hast, waren immer auch die eben. Das sind immer Frauen, die sehr attraktiv sind, ja. Die so solche Sachen anhaben. Ja. Ich glaube, wenn man Revi beeindrucken will, kauft euch so ledermäßige, geschnürte mit so... Bro, das ist so jetzt einfach nur ein Zufall. So. Ja, ja, klar. Guck mal, zum Beispiel Hand of Love ist cool. Ja. Aua. Ja. Guck mal, ich hab auch Minecraft drauf. Ist doch cool, oder? Minecraft? Du hast einfach eine bestimmte Art von Frauen und ansonsten Streaming und Minecraft. Und Memes, ja. Und viele Kevin-Clips in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Da steht etwas weiter rechts, Paper Left. Guck mal, das Bett. Bro! Vielleicht, yo. Ja? Wie interpretierst du die Situation, dass das Bett, das man unten sieht, dass das Bett verschoben ist? Ja, klar. Der also hier. Kevin hat da wieder und dann das Bett verschoben, weil er gewesen ist. Ah, jo, stimmt, ja. Das macht er. Ja. Bro. Revi. Ich weiß halt nicht woher, Alter. Ich weiß wirklich nicht woher. Ich guck mir auf TikTok solche Sachen nicht an. Ich glaube schon, dass das Ding. Nein, Bro, halt wirklich schon, nicht. Ich glaube nicht mal, dass du die dir anguckst, sondern ich glaube halt, dass du die likest. Nein, halt schon, als ob ich sowas like. Now I've moved away from the desk. It shouldn't move as much. It's because I kept like. I'm sorry. That is an offer. Ja, das ist, ey, ich kann es langsam nicht mehr hören, diese ganzen Streamer-Girls, die so, es gibt echt viele Streamer-Girls, die halt solche Anspielungen die ganze Zeit machen. Ist cool, mach das, ist überhaupt nicht, wir machen das auch, Revi, ist alles cool, ich wollte es jetzt überhaupt nicht negativ, aber es, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ist auch egal. Swipe weiter! Ja, sorry. Swipe weiter! Ja, chill doch! Was hab ich für einen Kommentar dazu geschrieben? Was hab ich gar nicht Kommentar from, geschrieben? Alter, du hast einen Kommentar geschrieben, where are you from? Hab ich nicht! Ich hab keinen Kommentar geschrieben. Yeah, yeah. Guck mal, nur Papa Platte Tracks bei mir, Alter! Ja, echt, du hast nur. Digga, wie schrecklich, Mann! Ich hab noch nie so eine weirde For You-Page, wirklich. Normalerweise sind da mal andere Sachen. Was esse ich auch jeden Tag? Ich bin süchtig danach. Was denkst du? Digga, hier sind wirklich, das ist so eine For You-Page, Alter. Das ist einfach nur, das ist... Ey, es tendiert immer zwischen hübsche Frauen und irgendwie so Stream-Ausschnitten. Hübsche das Frauen, ist aber nicht so. Das ist normalerweise doch, nicht so. Doch. Nein. Normalerweise hast du mehr hübsche Frauen, die so Ledersachen anhaben, ne? Hä? Die war doch eben schon da. Egal. Mhm. Hast schon häufiger geguckt. Mann, Digga, hier sind nur Kevin-Clips und so Clips von so Frauen, Alter. Ey, mach noch mal das letzte TikTok, bitte. Ich möchte jetzt mal kurz gucken, einfach nur, was die... Hallo! Hallo! Bro. Ja, keine Ahnung. Revi, aber wenn die Person, wenn diese was? Person dir mehrfach vorgeschlagen wird... Alter, dann ist das ein Zufall, dann ist das ein Zufall, Bro. Ich glaube, eine Theorie wäre, es ist ein völliger Zufall. Die Wahrscheinlichkeit dafür nicht hoch. Es gibt eine andere Theorie. Die andere Theorie ist, du hast schon viele, viele, viele Sachen von ihr geliked. Nein, hab ich im Loop geguckt. Nein. Immer und immer wieder. Nein. Bist auf ihre Page gegangen, hast Alter, auf ihr, nein, hab ich hast nicht. Vielleicht mit ihr sogar geschrieben, nein. Vielleicht hast du mit ihr gechattet. What ich the weiß nicht, nein. Aber jede Art nein. Die Interaktion trägt dazu bei, Alter, dass du das siehst. Ich kenne die nicht mal, ich weiß nicht mal, wie alt die ist. Jetzt lass mal, die könnte jetzt 16 oder so sein. Da habe ich richtiges Problem, hör auf, sowas zu sagen. Ich habe gar nichts gesagt. Doch, hast du gerade gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Wegen dir komme ich in den Knast, Junge. Ich habe von hypothetischen Alter, Konstrukten gesprochen. Ich komme so in den Knast wegen dir. Gar nichts habe ich gemacht. Chat, ich will eine Runde gar nichts haben. Ich habe nichts gemacht. Das ist eine Heimbuche.
Carpinus Betulus. Du hast so viele Leute, die so schwarz angezogen sind. So ein bisschen die so die Gothic-Richtung. Hör auf, mir irgendwas reinzusaugen, Alter. Es ist doch so. Du bist ein bisschen schon. Mir war nicht bewusst, dass du so ein Fable für so Gothic-Girls hast. Bro, hab ich nicht. Mir war nicht bewusst. Safe hast du das. Ich sehe das safe. Guck mal, der macht gerade was über Natur. Ich habe vorhin auf Tinder noch eine, Hey, Ruhe! Warte, hör zu. Person. Ach, wieso? Ist auch egal. Das ist beides, ein Mädchen und Papaplatte. Ich hab das sogar kommentiert, ist egal. Why do we have so much going on at once? Ey, guck mal, das Ding ist... Ja, okay, war so semi-lustig. Ich hab meine For You-Page mal richtig geil trainiert gehabt. Da waren nur geile Memes drauf und so Krypto und so. Nur geile drauf, ja. Nein, wirklich, nur geile Memes. Aber dann... Hör mir jetzt zu, ey! Mit schwarzem Stift. Hallo! Schwarz gekleidet. Alter! Und du sagst mir, dass du kein Fable für Gothic-Girls hast. Wie kannst du es wagen, mir so ins Gesicht zu nehmen? Also ich finde es nicht okay. Du hast nur Lust auf deiner For You-Page. Lass es erst mal. Na und? Ich stehe wenigstens. Dazu. Ich will dir kurz erklären, was passiert ist. Dann war ich Single und dann hat sich alles geändert. Counter-Strike Go-Team. Alles Gute. Om Shaim Shrim Adi Shaktyei Namaha Om. Ja, geil. Storm. Alter, okay, noch das und dann noch zwei. Warum machst du jetzt so einen Druck? Guck, ein ganz normales TikTok. Ja. Weißt du, warum dir das gezeigt wurde? Warum? Weil sie schwarzen Pulli trägt am Ende. Alter, Rezo, du bist hier gerade ganz viel am rein interpretieren, das ist nicht richtig. Nee. Okay, Achtung. Jetzt wird's ganz weird. Rezo, wir machen jetzt einfach, dass wir, es wird nicht weird, aber es, ich weiß, Rezo, wir, cool, dass du dabei gewesen bist. Ich würde sie safe daten. Ich würde sie auch daten. Ey, das war jetzt gerade nur gemeint im Sinne von grundsätzlich würden wir Transfrauen daten. Ja, safe. So, das war damit ausgedrückt. So. Das war damit ausgedrückt. Genau. Wenn jetzt hier irgendjemand 10 ist, sind wir natürlich raus. Leute, Richtig. Jetzt macht nicht wieder mein Herz. Ne? Alter, ich habe so Angst, immer gebannt zu werden, wenn ich mit dir streame. Es ist immer so ein schmaler Grad. Wieso? Ja, ist doch wirklich so. Hat Spaß ist gemacht. Ist wirklich so. Ich mache hier weg. Es hat mir wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Danke. Und was machst du jetzt noch? Ich wollte mir jetzt die ganze Zeit mit dem Chat das hier noch angucken. Geil. Ey, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, Paris. Yahoo! Ciao!